angesichts der unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung auf belgisches und holländisches Gebiet und der damit verbundenen Bedrohung des Ruhrgebietes ist das deutsche Westheer am 10. Mai bei Morgengrauen zum Angriff über die deutsche Westgrenze auf breitester Front angetreten. Brückensperren werden weggeräumt. Ein luxemburgischer Zollbeamter wird nach seiner Entwaffnung abgeführt. Hier wurde ein eisernes Grenztor gesprengt. Mit Schmiedehämmern und Schneidbrennern werden die letzten Reste beseitigt, damit auch die schwersten Heeresfahrzeuge Raum für die Durchfahrt haben. Auf luxemburgischem Gebiet wird kaum Widerstand geleistet. Maueranschläge unterrichten die Bevölkerung über die Lage. Ununterbrochen rollen die einzelnen Fahrzeuge vorüber. Nach einem genau festgelegten Plan sind die Kolonnen eingegliedert. Der Aufmarsch zur großen Entscheidungsschlacht im Westen hat begonnen. Eine Betonsperre. Auch sie kann die Kolonnen nicht aufhalten. Auch auf den Schienenwegen geht es schnell durch das luxemburgische Gebiet. Ein Sicherungstrupp fährt auf einer Draisine voraus. Unserer braven Infanterie, die trotz der Hitze gewaltige Marschleistungen vollbrachte, wird von der deutsch-freundlichen Grenzbevölkerung ein überraschender Empfang zuteil. Überall werden den Soldaten Erfrischungen gereicht. Zur gleichen Stunde beginnt der Einmarsch in Belgien. Auch hier werden die ersten Sperren entlang der Grenze in kürzester Zeit beseitigt. Zerstörte Straßen werden über Nebenwege umgangen. Ein Panzerkampfwagen hilft mit bei den Aufräumungsarbeiten. Im Gebiet von Eupen-Malmedy, das fast ausschließlich von deutscher Bevölkerung bewohnt wird, werden unsere Soldaten mit Freuden begrüßt. Thank you.
Gewaltig war schon am ersten Tage der Einsatz unserer Luftwaffe. Infanteristen gehen an Bord eines Transportflugzeuges. Sie sind für Spezialaufgaben ausersehen. In schnellem Flug werden sie an ihr Ziel gebracht, das den marschierenden Kolonnen weit vorausliegt. In rollendem Einsatz unterstützen Kampfflugzeuge und Stukas das Vorgehen des Heeres. Feindliche Befestigungsanlagen, Stellungsbauten, Marschkolonnen und Truppenlager werden aus der Luft angegriffen. Eisenbahnlinien und Brücken durch Bomben beschädigt oder zerstört. Mit massierten Kräften wird der erste Großangriff gegen die Basis der feindlichen Luftwaffe durchgeführt. Der Trichter einer deutschen Fliegerbombe. So wie hier in Tongeren wurden überall Eisenbahnlinien und Verschiebebahnhöfe zertrümmert, um dem Feind jede Nachschubmöglichkeit zu nehmen. Etwa zur selben Zeit belegten feindliche Flugzeuge die unbefestigte deutsche Stadt Freiburg im Breisgau mit Bomben. Schulen, Kinderheime und Krankenhäuser, die in unmittelbarer Nähe der Einschlagstellen standen, wurden dabei zerstört oder stark beschädigt. 50 Tote, darunter 13 Kinder, waren die Opfer dieses brutalen und skrupellosen Angriffs auf eine unbefestigte deutsche Stadt. In dichtem Morgennebel vollzieht sich der Übergang über die holländische Grenze. Die Brücken über den Julianakanal sind zum größten Teil von den Holländern gesprengt worden. Pioniere haben schnell Notübergänge geschaffen. Hier eine Kriegsbrücke auf Floßsäcken. Vormarsch über Grenzstraßen. Mit Leichtigkeit